42-34, 2-22, das wird nicht über die Zeit gehen, da bin ich mir sicher. 35-42. Beide kennen sich natürlich von vielen, vielen Wettkämpfen, von den Grand Prix, von den Weltcups, von den vielen Turnieren. Weltweit wird gefochten. Manchmal sehr große Reisewege zurückzulegen. Und Lee Kiefer macht den 43. Treffer, braucht jetzt noch zwei und dann sind die USA Weltmeister. Nicht nur im Degen, sondern auch im Florett bei den Damen. Das war kein verzweifelter Schrei, sondern das war schon Erleichterung. Sie weiß, die Goldmedaille hat sie zumindest schon mal in der Hand. Lee Kiefer macht hier ein Klassefinale. Der Obmann schaut noch einmal auf die Entscheidung und bleibt dabei. Treffer für die USA. Deutschland übrigens in diesem Turnier auf Platz 7 mit Anne Sauer, Eva Hampel, Leonie Ebert und Leandra Bär. Aber jetzt freuen wir uns auf das große Finale. Und da ist der Schrei und da ist der Sieg bei diesen Weltmeisterschaften im Florettfechten der Damen. Die US-Girls haben sich revanchiert. Nach der deutlichen Niederlage im letzten Jahr in Leipzig von 45-25 sind sie Champion 2018. Sie haben couragiert gekämpft und die italienischen Damen schauen jetzt ein bisschen traurig, aber sind faire Verlierer. Keine Frage, im letzten Jahr sah es andersrum aus. In diesem Jahr freuen sie sich über nicht nur die Weltmeisterschaft von Alice Volpi und die Bronzemedaille von Ariana Errigo, sondern auch über die Silbermedaille. Über die Silbermedaille hier bei diesem Teamwettbewerb. Das war richtig großer Fechtsport und diese Sportart, dieses Florettfechten hat einen würdigen neuen Weltmeister und der kommt aus den USA.